Deutschland 1933. Anfang des Jahres wird Bertolt Brechts Drama Die Maßnahme aufgeführt. Doch mitten in der Vorstellung unterbricht die Polizei das Theaterstück und erteilt ein Weiterspielverbot. Nach Hitlers Machtergreifung hat eine Verfolgung von Menschen mit abweichenden politischen oder religiösen Einstellungen begonnen. Wie über 2000 andere Autoren flieht Brecht als überzeugter Sozialist daraufhin aus Deutschland ins Exil. Mit Familie und Freunden geht es über Prag, Wien, Zürich und Paris nach Dänemark zu einer befreundeten Schriftstellerin. Dort bleiben sie für 5 Jahre. (1939) zu Beginn des Zweiten Weltkriegs flüchtet Brecht nach Schweden und schließlich über Finnland und Russland in die USA. Erst 1948 kehrt er nach Deutschland zurück. Wie viele andere ausgewanderte Autoren schreibt Brecht im Exil weiter, vor allem über das Exil. Brecht ist es wichtig, nicht als Emigrant, sondern als Exilant bezeichnet zu werden. Denn Emigranten wandern freiwillig aus. Ein Exilant aber sei jemand, der aufgrund seiner politischen oder religiösen Gesinnung gezwungen werde, seine Heimat zu verlassen. Ein Vertriebener, der auf seine Befreiung durch... Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.